die Wasserwacht im Wintermodus. Draußen haben wir in Schleswig-Holstein Eis und Schnee. Für den Dezember eher ungewöhnlich. Was macht der Wasserwachtler, was macht die Wasserwacht Segeberg in der Zeit, wo am Strand nichts zu tun ist, keine Segelveranstaltungen sind? Ja, der Winter ist nicht, wir gehen schlafen und legen uns in den Winterschlaf. Der Winter ist eigentlich Ausbildungszeit. Wir bilden in der Theorie aus, wir sorgen dafür, dass unser Gerät einsatzfähig bleibt, wir machen Wartungsarbeiten, aber wir bilden auch aus ganz normal die Rettungsschwimmausbildung für uns selbst, aber auch für andere. Also Schwimmausbildung ist ganz hoch für das Winterhalbjahr vorgesehen. Herzlich willkommen zum vierten Podcast. Heute zum Thema Gefahren am Wasser bei eisigen Temperaturen. Ich bin heute zu Besuch bei Sven Ebers im Kreisverband Segeberg. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Hallo Thomas, mein Name ist Sven Ebers. Ich bin auf Kreisebene der technische Leiter der Wasserwacht Segeberg. Bin 52 Jahre alt, bin bei Segeberg wohnhaft, habe zwei Kinder, 11 und 16 Jahre. Eine liebe, nette Frau. Wir haben ein Häuschen in der Nähe und ich habe viel Spaß in der Arbeit der Wasserwacht und dem Treiben im Wasser, auf dem Wasser und am Wasser. Hallo Sven. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Du hast mir neulich irgendwann mal erzählt, ihr habt ein wenig Erfahrung im Bereich Eisrettung und Gefahren an winterlichen Gewässern. Ja, vielleicht erzählst du mal kurz, wie habt ihr euch auf die Situation, die wir jetzt gerade haben, vorbereitet? Also wir in der Wasserwacht Segeberg sind grundsätzlich sowohl im Sommer als auch im Winter einsatzfähig und auch alarmierbar. Wir haben dazu unser Gerät entsprechend ausgestattet und wir haben uns unter anderem für die Wintersaison einen sogenannten Eisretter organisiert. Und der Eisretter ist quasi ein kleines Schlauchboot, was vorne und hinten offen ist und was für die Eisrettung für uns ein unterstützendes Mittel ist und was wir auch zur Eigensicherung gut verwenden können. Klingt spannend. Ist das schwierig, damit umzugehen? Also schwierig insofern für jemanden, der das Gerät nicht kennt, ja. Deswegen muss das auch geübt werden. Wir haben vor 2 Jahren das erste Mal das Gerät bei ähnlichen Witterungsverhältnissen in den Einsatz gebracht, haben dazu auch ein Lernvideo gestellt oder erstellt und müssen jetzt natürlich sehen, dass unsere Einsatzkräfte auch regelmäßig den Einsatz üben und überlegen auch jetzt gerade wieder, wann ein guter Zeitpunkt ist, die Menschen, die damit in den Einsatz gehen sollen, auch üben zu lassen. Sag mal, welche Gefahren lauern dann eigentlich? Wir haben ja jetzt gerade über das Gerät gesprochen, das wir in Einsatz bringen, aber warum braucht ihr das eigentlich? Also wo ist die Gefahr gerade jetzt? Also gerade jetzt täuscht die Ruhe und die Seen sehen erstmal sehr still und beschaulich aus. Und viele Menschen denken auch, ist ja ganz nett und ich gucke mir vielleicht mal die dünne Eisschicht genauer an und gehe auch mal aufs Wasser raus. Insbesondere Kinder testen das gerne mal aus und gehen unbedarft aufs Eis. Und das Eis, was wir heute auf den Seen haben, ist noch lange nicht tragfähig. Und wir brauchen derartiges Gerät einfach zur Eigensicherung, damit unsere Einsatzkräfte, die im Zweifel helfen sollen, nicht selber nachher Hilfe brauchen und im Eis einbrechen und dann schnell unter die Eisdecke geraten. Und das Schlimmste in diesen Fällen ist, nicht einzubrechen, sondern unter das Eis zu geraten und dann im Zweifel gar nicht mehr Luft zu bekommen und an die Oberfläche zu geraten. Also braucht ihr das Gerät dafür, um eine maximale Sicherheit für eure Einsatzkräfte sicherzustellen? Genau so. Also wenn wir in den Einsatz gehen, gehen wir nie ohne Sicherung in den Einsatz. Also gerade auf dem Eis ist immer eine Leinensicherung erforderlich. Und dieser Eisretter wird auf das Eis geschoben und dient im Grunde der Einsatzkraft, die auf das Eis selber hinaufgeht, zur Eigensicherung, um die Last zu verteilen und im Falle des Einbruchs ins Eis sich selber auch an dem Eisretter festhalten zu können. Okay, also das klingt nach sehr viel Einsatzvorbereitung, nach Beüben dieser einzelnen Situationen. Nun hat ja nicht jeder so ein tolles Gerät und wenn ich jetzt als
Spaziergänger eine gefährliche Situation beobachte und dort sehe, da bricht eine Person ein. Was sollte ich tun? Also als Beobachter einer solchen Gefahrensituation auf keinen Fall selber direkt zur Unfallstelle eilen und versuchen, der Person zu helfen. Damit bringt sich jeder, der erstmal nicht geübt ist und nicht das nötige Sicherungsmaterial dabei hat oder auch Schutzmaterial dabei hat, selber in Lebensgefahr. Das Wichtigste ist erstmal den Notruf loszusetzen, dann unter den Regeln, die unter dem Notruf auch gelten, die genauen Informationen preiszugeben, damit die Rettungskräfte genau zu der Unfallstelle auch geleitet werden können. Möglichst an der Unfallstelle bleiben, genau beobachten, was dort passiert und die eintreffenden Einsatzkräfte einweisen und so genau wie möglich schildern, was beobachtet wurde, damit die Einsatzkräfte dann möglichst schnell auch der Person, die verunfallt ist, helfen können. Sven, ich habe den Notruf abgesetzt und ich bin nur 3, 4, 5 Meter vom Ufer entfernt und da ist die Einsatzstelle. Soll ich dann trotzdem einfach nichts tun? Also meine Empfehlung wäre, ja, bitte sich selber nicht in Gefahr bringen. Der Eigenschutz ist für uns als Einsatzkräfte auch die oberste Prämisse. Eigenschutz gilt vor Rettung. Dieses Thema Kälte ist nicht zu unterschätzen. Unsere Einsatzkräfte werden mit Kälteschutz ausgestattet, beziehungsweise sie haben Neopren, haben auch Trockenanzüge, die entsprechend bei der Witterung einigermaßen wärmen. Auch unsere Einsatzkräfte müssen aufpassen, dass sie in den kalten Verhältnissen einfach nicht an Unterkühlung leiden und dann nicht mehr einsatzfähig sind. Von daher warne ich jeden, der an der Unfallstelle ist, auch im flachen Wasser ins Wasser zu gehen und zu versuchen zu helfen. Die Kälte in Gewässern bei diesen Temperaturen ist nicht zu unterschätzen und greift schneller zu und führt schneller dazu, dass ich selber auch nicht in der Lage bin, mir selbst zu helfen oder gar dem Verunfallten zu helfen. Ich höre raus, die Unterkühlung ist also ein nicht zu unterschätzender Faktor bei solchen Situationen. Absolut. Unterkühlung setzt wahrscheinlich dann für diejenigen auch sehr unverhofft ein und führt dazu, dass die Muskulatur nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll und im schlimmsten Fall auch Herz-Kreislauf nicht mehr so funktionieren, sodass dann auch relativ schnell in der Unterkühlung eine Bewusstlosigkeit einsetzt und die dann zum Tod führen kann, wenn ich unter Wasser gerate. Ganz klare Aussage von dir, finde ich sehr gut, dass man das an der Stelle so ganz klar benennt. Da muss, glaube ich, dann das, was in der Öffentlichkeit immer mal wieder preisgegeben wird oder wenn man das irgendwo im Fernsehen sieht, sicherlich nicht so durchgeführt werden. Und von daher würde ich allen tatsächlich nur raten, Finger weg davon lassen, ruft die 112, ruft die Leitstelle an und sorgt dafür, dass die Einsatzkräfte genau wissen, was wo geschehen ist. Das hilft mehr, als wenn dann die Einsatzkräfte nicht nur einen verunfallten, sondern im Zweifelsfalle 2 oder mehr haben. Das habe ich verstanden. Okay, danke. Gibt es besondere Gefahrenstellen, die sehr, sehr schnell dazu führen, dass dort ein Unfall passieren kann? Auf jeden Fall. Also besondere Gefahrenstellen sind immer dort, wo Einläufe in die Gewässer sind, also wo bewegtes Wasser in das Gewässer hineinkommt oder gar wo warmes Wasser in das Gewässer hineinkommt. Schilfgürtel, da wo halt Gras durch das Eis vermeintlich durchwächst, können auch immer noch mal dazu führen, dass das Eis nicht so tragfähig ist. Strömungen, die in dem Gewässer sind, die unter der Wasseroberfläche in der Regel nicht zu sehen sind, können dazu führen, dass das Eis nicht entsprechend dick ist oder auch Bereiche unterhalb der Stege, an den Stegen, an Brücken, an Wehren, überall da, wo vermeintlich das Wasser oder die Temperaturen anders sind als dort, wo die normale Kälte aufs Wasser trifft. Wann kann ich denn gefahrlos aufs Eis gehen? Gibt es dafür irgendwelche Regelungen? Gibt es irgendwelche Vorgehensweisen, wo man sagen kann, hier ist es absolut sicher? Gibt es in der Regel nicht. Also auf keinen Fall einen Stein raufwerfen und gucken, oh, Stein bleibt oben, dann gehe ich rauf. Oder mit dem Fuß mal vorfühlen und sagen, oh, passt schon. In der Regel geben die ortsansässigen Ordnungsbehörden die Eisflächen frei, wenn die Tragfähigkeit gemäß der Vorgaben entsprechend gegeben ist. Auf keinen Fall empfehle ich, bevor die Eisflächen entsprechend freigegeben sind, diese zu betreten, weil dann
die Gefahr entsprechend hoch ist, dass die Eisfläche nicht tragfähig ist oder zumindest nicht in der gesamten Fläche tragfähig ist. Es kann sein, dass immer an den Uferbereichen eher mal das Eis trägt und dass die Jugendlichen und Kinder gerne mal im ufernahen Bereich schon Eishockey spielen oder das Eis einfach nutzen. Dennoch ist die Gefahr auch dort hoch, dass es dort Stellen gibt, dass das Eis einfach nicht tragfähig ist. Und ich empfehle dringend abzuwarten, dass die Behörden die Eisflächen freigegeben haben. Und selbst dann ist es keine Garantie, dass das Eis komplett tragfähig ist. Nun ist es ja so, es wird gerne mal ausprobiert und der eine oder andere wagt sich dann vielleicht auch mal ein bisschen weiter voran und sagt, oh, das passt schon. Und jetzt merke ich, es knackt und knuspert unter mir. Vielleicht ist die Eisfläche tatsächlich doch nicht so, wie ich sie eingeschätzt habe. Hast du da ein Verhaltensmuster, was ich dann an den Tag legen kann, wenn ich merke, oh, das Eis ist noch nicht eingebrochen, aber ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob es mich wirklich trägt? Was soll ich dann tun? Was kann ich tun? Also im schlimmsten Fall sich flach aufs Eis legen und die Fläche möglichst so groß halten, wie es geht, also das eigene Gewicht auf dem Eis auf möglichst viel Fläche verteilen und dann langsam und vorsichtig auf direktem Wege zum Ufer sich bewegen und möglichst auf sich aufmerksam machen, dass zumindest Menschen, die in der Umgebung sind, schon mal aufmerksam sind. Achtung, ich bin in Gefahr, dass dort vielleicht schon Hilfe geholt werden kann und die Hilfe auch rechtzeitig da ist. Wir hatten jetzt drüber gesprochen, ihr habt tolle Gerätschaften, die ihr in Einsatz bringt. Wie lange dauert so etwas? Also der Notruf läuft bei euch auf, eure Alarmierung findet statt, ihr sammelt euch hier an der Unterkunft und wisst dann, wo ihr hin müsst, ihr kommt vor Ort an. Wie lange braucht ihr ungefähr, damit ihr vor Ort einsatzbereit seid mit euren Gerätschaften? Also im Idealzustand, die entsprechenden Einsatzkräfte sind alle vor Ort in Segeberg, sind alle direkt an der Einsatz, an der Fahrzeughalle und bringen unser Gerät in kürzester Zeit zum Einsatzort. Jetzt bei uns im Idealfall der Segeberger See, der Luftlinie 200 Meter entfernt ist, können wir im Idealfall in 15 Minuten auf dem Eis sein. Der Eisretter ist aufgepumpt, alles läuft so, wie es laufen soll, reibungslos. Dann können wir in 15 Minuten an der Einsatzstelle vor Ort sein und demjenigen im Zweifel schon helfen. Hängt aber dann auch wirklich von den Rahmenbedingungen ab, die vor Ort gegeben sind, wie die Einweisung erfolgt und wie zugänglich das Einsatzgelände dann noch ist. Der Eisretter selber, wie kann ich es mir vorstellen? Du hast gesagt, so ähnlich wie ein Schlauchboot. Muss ich dann erstmal anfangen, das Ganze aufzupumpen oder gibt es irgendwelche Schnellauslösesysteme, ähnlich wie bei einer Rettungsweste oder wie bei einem Airbag? Bevor ich die Frage beantworte, mag ich nochmal zwei Sachen vorweg sagen. Bevor der Eisretter auf dem Eis ist, sind wir ja schon in der Lage, auch Menschen gesichert dem Verunfallten entgegenzubringen. Also jemand, der gesichert ist, kann ja auch schon mit unserem Spineboard, was auf jedem Rettungswagen ist, aufs Eis hinauf. Das Spineboard ist in den Fällen auch wie ein kleiner Schlitten, den man nutzen kann. Man ist relativ schnell auf dem Eis. Der Eisretter, den wir parallel mit in den Einsatz bringen, kann mit Pressluft innerhalb von wenigen Minuten, bis ich würde mal sagen eine Minute, eineinhalb Minuten braucht der, um aufgepustet zu sein und kann dann mit zwei Einsatzkräften relativ schnell getragen und aufs Eis geschoben werden. Wird dann aber auch mit einer Leine gesichert. Eine Einsatzkraft schiebt den ebenfalls mit der Leine gesichert dann zu dem Rettling und kann dann relativ einfach und komfortabel für die Einsatzkraft, aber auch für den Rettling Hilfe leisten. Ja, klingt sehr durchdacht. Ich glaube, ihr habt euch gut überlegt, wie ihr mit eurer Gerätschaft schnell und sicher helfen könnt. Ich finde es gut, weil gerade hier in eurem Kreisgebiet gibt es ja nicht nur den Segeberger See, sondern auch andere Wasserflächen. Inwieweit seid ihr auch für andere Wasserflächen hier im Bereich auf Einsätze vorbereitet? Also wir sind im Kreis Segeberg in die Alarmierungskette der Feuerwehren integriert. Das heißt, bei allen Alarmierungen, die mit Gefahren für Personen im Wasser, auf dem Wasser, am Wasser zu tun haben, werden wir automatisch mit alarmiert. Wir sind im Grunde das ganze Jahr über einsatzbereit für die Gefahren, die für Menschen entsprechend bestehen. Insbesondere im Winter
sind die Gefahren beschränkt auf das, was wir beschrieben haben. Gefahren bei Einbrüchen im Eis oder bei Menschen, die sich leichtsinnigerweise doch ins Wasser begeben und dann vielleicht Unterkühlung erleiden, sodass das Einsatzgeschehen deutlich geringer dann auch ist. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du diese Informationen an mich weitergegeben hast und an unsere Zuhörer so ein kleines Verhaltensmuster aufgezeigt hast, was hilft nicht und wo lauern irgendwelche Gefahren. Ich denke, wenn sich jeder an diese Spielregeln hält, ihr hoffentlich gar nicht ausrücken braucht. Das wünsche ich jedem. Also jede Einsatzkraft bereitet sich auf den Ernstfall vor, aber ich wünsche trotzdem jeder Einsatzkraft, den Ernstfall nicht zu erleben, denn die meisten Fälle, in denen wir ausrücken müssten, haben oft nicht mit Rettung zu tun, sondern eher mit Suche und Nachsuche von Verunfallten, die im Zweifel nicht mehr die Chance haben, danach wiederbelebt zu werden. Okay, dann bedanke ich mich für den netten Empfang, für den Besuch hier vor Ort und wünsche euch eine ruhige, besinnliche